den spielen sie wieder zu unsauber, aber dann steht Reisenauer da. Und dann der Dauerläufer, Thomas Wag. Herrlicher Pass in den Lauf von Misov. Und der legt ihn quer auf Westphal. Und dann steht das hier 3 zu 2. Dann steht das hier 3 zu 2 für den SV Poschwerin. Torschütze der Dauerläufer. René Westphal. Aber wie lässig schiebt Helge Misov den dann bitte noch quer auf den mitlaufenden Westphal. Das 3 zu 2 für Poschwerin. 85. Spielminute. Die drehen das Spiel in der zweiten Halbzeit. Und für Misov ist es dann bereits die 8. Saison vor Torvorarbeit. Aber eine ganz besonders wichtige und auch eine schöne. Den muss man da nicht unbedingt querlegen als Stürmer. Aber mit viel Übersicht. Und dann gibt es den Freistoß für die Namen. Eine Minute nach dem Führungstreffer der Postler. Aber die Distanz natürlich ganz gefährlich. 18 Meter vor dem Tor. Da steht Kapczyk, da steht Schmidt. Kapczyk auf Schmidt. Und dann steht die Mauer genau richtig. Und bisher hat sich die Taktik von Trainer Frank Reichmann ausgezeichnet, alles nach vorne zu werfen, diesen Rückstand zu trotzen. Das haben sie auch geschafft, den 0 zu 2 Rückstand aus der Halbzeit in eine 3 zu 2 Führung gedreht. Nachdem man in der 12. und 22. Minute die beiden Gegentore bekam, erzielte dann Jono Scheid per Elfmeter in der 50. Lippmann in der 74. das 2-2. Und dann eben gerade gesehen, 85. Spielminute, René Westphal mit dem wohl wichtigsten Tor der Saison für ihn selber. Das 3 zu 2. Noch ist hier nicht Schluss. Und es ist ganz, ganz ruhig im Auswärtsblock geworden. Und dann hilft Mohr hinten aus und klärt den. So, 90 Minuten sind um. 2 Minuten Nachspielzeit gibt es hier noch. Westphal, der war in der zweiten Halbzeit der auffälligste. In Blau-Gelb. Und dieser Pass, ja, der geht ins Niemandsland.
Nur nach vorne, Starki, nur nach vorne. Sehr viel Zeit. Jetzt heißt es natürlich in den letzten zwei Minuten Bälle halten und vielleicht nochmal einen Angriff zünden. Oh, jetzt der Freistoß. Wegen der Abseitsentscheidung eben. Ja, der kommt nicht gut genug, aber dann steht der Fünfer dann natürlich frei und Westphal. Und da ist ein Pass. Schmidt gegen Wag da auf links. Und der Schiri pfeift nix. Und jetzt der lange Pass auf André Mathé, der ist schneller und hat alle Zeit auf rechts. Da kommt der Pass und da steht Helge Misow und der schafft es wieder, den Ball aus 2 Metern nicht ins Tor unterzubringen. Und ob es da jetzt immer noch ein Nachspiel gibt gegen René Kapcsik, der sich eben immens aufgeregt hat beim Unparteiischen. Und Misow lässt wieder eine Riesenchance. Auf der Strecke, aber jetzt fällt der Schiri ab. 3-2 gewinnt Forst Schwerin sein Heimspiel gegen die SG Dynamo Schwerin 2. Und brauchen nun nicht auf die Entscheidung vom grünen Tisch warten. 3-2 Heimsieg. Torschützen für die Schweriner. Jonoscheid, Lippmann und Westphal. Nachdem man schon 0-2 zurücklag. Der 29. Spieltag ist gegessen. Nächste Woche geht's weiter im Auswärtsspiel gegen den Tabellenzweiten Turbine Schwerin. Wir wünschen euch noch ein schönes Restpfingstwochenende.